Hallo ihr Lieben, ich habe für diesen Podcast bewusst diesen provokanten Titel gewählt, weil man sich manchmal auch vorkommt wie einer der wenigen vernunftbegabten Menschen in einer Welt des Wahnsinns. Für Zuschauer einer späteren Zeit, hier geht es nicht um das Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels, sondern um das Manifest für den Frieden von Frau Schwarzer und Frau Dr. Wagenknecht aus dem Februar 2023. Ich sah mir im Wesentlichen die Berichterstattung über die Kundgebung Aufstand für den Frieden am Brandenburger Tor, die durch Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht veranstaltet wurde, über alternative Formate an. Aber man kommt natürlich nicht umhin, auch mal einen Blick in das zu werfen, was in der DDR noch die Feindpresse genannt worden wäre. Man spricht ja auch marxistisch vom Klassenfeind der Arbeiterklasse, und da mit dem Begriff im Wesentlichen die Kapitalmedien gemeint sind, passt er sogar. Der Begriff Feind stößt natürlich bei Pazifisten auf. Aber Marxisten sind ja keine Pazifisten, sondern Antiimperialisten, die ausdrücklich keine Methode des Widerstands ausschließen. Aber für gewöhnlich spreche ich dann auch eher von Mainstream-Medien, wobei ich leider nicht immer stringent bin und mir durchaus ein Westmedien schon mal über die Lippen kommt. Man möge mir das verzeihen. Der Betreiber des Kanals Russische Welt TV nutzt den Begriff Propagandamedien, dem ich eine gewisse Richtigkeit nicht absprechen möchte. Ich verwende aber den Begriff Mainstream-Medien statt Feindmedien oder dergleichen, weil auf der Gegenseite nicht nur Kapital, sondern auch öffentlich-rechtliche Medien stehen. Das erste, was mir auffiel, war das kontinuierliche Runterrechnen der Teilnehmerzahl an dieser Kundgebung. Da war meistens von 10.000 die Rede, und lediglich bei der FAZ fand ich für diese Seite schon mutige Zahl von 13.000. Die Veranstalter sprachen selbst von 50.000 und die junge Welt von 35.000. Bewertet man, dass die Polizei schon relativ früh die regulären Zuwege zum Brandenburger Tor versperrt hatten, weil einfach kein Platz mehr war und einige frei nach dem Motto Revolutionäre kommen überall durch, einfach über Absperrungen gingen und sich nicht aufhalten ließen, schätze ich, dass selbst die Zahl von 50.000 noch zu gering angegeben ist. Zum Vergleich, die Vortageskundgebung der Gegenseite, die für mehr und schärfere Waffen für die Selenskyj-Regierung dort demonstrierte, kam auf etwa 7.000 Menschen. So schätzt es zumindest die junge Welt ein. Das entspricht auch in etwa den Mehrheitsverhältnissen in aktuellen Umfragen. Ich zitiere aus der Kölnischen Rundschau vom 1. Februar 2023. In Ostdeutschland lehnen 3/4 aller Bürger die Lieferung von weiterem Kriegsgerät ab. Im Westen über 2/3. 69%. Das Ganze entstammt dem Forsa-Themenradar. Ich werde den Artikel unter dem Video verlinken. Also lehnen in Ostdeutschland ganze 75% und in Westdeutschland noch 69% weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Ein weiteres Mal zeigt sich, dass das politische System der Bundesrepublik ein ernsthaftes Glaubwürdigkeitsproblem hat, wenn es sich als Demokratie bezeichnet. Denn das ist nicht das erste Mal, dass eine Bundesregierung Entscheidungen traf, die von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wurde. Nur bei dem derzeitigen Mobilisierungsgrad stellt sich wirklich die Frage, ob nicht doch das Potenzial für einen Demokratisierungsprozess in Deutschland vorhanden sein könnte. Ein weiteres Beispiel war eine Diskussionsrunde auf Servus TV, ein österreichischer Sender. Ich sah auf YouTube einen Ausschnitt davon. Eingeladen waren Wagenknecht und Schwarzer auf der einen und ARD-Korrespondent, zumindest der Bezeichnung nach, Georg Restle sowie die aus Odessa stammend bezeichnete Schriftstellerin Mariana Gaponenko. Ich habe ihre Namen gegoogelt, aber bis auf die Tatsache, dass sie eine aus Odessa stammende ukrainische Schriftstellerin ist, die auf Deutsch schreibt, nach dem russischen Einmarsch bemerkte, sie wisse nicht, ob sie jemals wieder etwas schreiben würde, und einen latent antisowjetischen Roman verfasste, konnte ich nicht viel finden. Es ist im Übrigen interessant, wen man zu solchen Talkshows einlädt und wen nicht. Menschen von der Krim oder Flüchtlinge aus dem Donbass wird man dort nie sehen, denn die würden ja der Geschichte, die man erzählen möchte, im Wege stehen. Auf mich wirkte der Beitrag von Frau Gaponenko wie ein schlecht auswendig gelerntes Skript. Auf Nachfragen von Schwarzer konnte sie nicht einmal reagieren. Aber nach dem sogenannten ARD-Korrespondenten Restle, der anscheinend alle Menschen in der Ukraine persönlich kennt und weiß, dass niemand so denkt, wie Schwarzer und Wagenknecht es vermuten, gab fleißig Schützenhilfe für sie.
Überhaupt musste ich mich unwillkürlich fragen, was hat der Typ eigentlich zu vermelden? Er ist nichts weiter als ein sogenannter Korrespondent. Alice Schwarzer hatte ihn auch gleich richtig durchschaut als einen arroganten Menschen, der überzeugt ist, alle Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Praktisch ein offizieller Sprecher von MINIWA, dem Ministerium für Wahrheit aus dem Orwellschen Roman 1984. Diesem Regierungspropagandist, denn mehr ist er unter dem Strich auch nicht, zuzuhören war dennoch lohnenswert. Nur so konnte man erfahren, wie die Gegenseite denkt. Man dürfe die Ukraine genau jetzt nicht aufhören, mit Waffen zu beliefern, zum Waffenstillstand und zu Verhandlungen mit der Russischen Föderation zu veranlassen, da sie sich im Moment in der schwächeren Position befindet. Unfreiwillig hat er sich da verquatscht. Aber das tun Propagandisten meistens, wenn sie innerlich in Rage geraten. Deswegen ist es auch so gut, sie zu ärgern. Er bestätigte damit, was landläufig dementiert wurde, dass die ukrainischen Truppen erheblich schwächeln und die Russen noch lange nicht am Ende sind. Aber Schwarzer und Wagenknecht folgend: Was nützt es jetzt in dem Maße, weiter Waffen zu liefern? Mehr Menschen sterben und letztlich kommt es zu dem, was Putin auf der Föderalversammlung der Russischen Föderation angekündigt hatte. Liefert der Westen Waffen mit größerer Reichweite, werden die russischen Streitkräfte weiter vorrücken, um den Krieg von den russischen Grenzen fernzuhalten. Und Medvedev twitterte sogar, oder er veröffentlichte es über Telegram, so genau weiß ich das jetzt nicht, dass man gleich bis zur polnischen und rumänischen Grenze durchmarschieren sollte. Dann war es das mit der autonomen Ukraine. Dann haben wir das entvölkerte und zerstörte Land, das wir verhindern wollten. Und das wird dann völlig Teil der Russischen Föderation werden. Der Kalte Krieg wäre dann auch zurück und die Welt wird erneut zu einer Welt aus Blöcken, die sich hoch aufgerüstet gegenüberstehen. Ich las, glaube ich, in den Nachdenkseiten, obwohl ich mir auch da nicht sicher bin, da ich in letzter Zeit sehr viel über den Ukraine-Konflikt lese, dass es bereits Hilfeersuchen ukrainischer Kommandanten gibt, sich zurückziehen zu dürfen, da ihnen mehr und mehr die Menschen und das Material ausgehen und auf der russischen Seite neue Einheiten in immer größerer Anzahl und mit neuer Aufrüstung eintreffen. Ich fand das glaubhaft und authentisch. Ebenso las ich eine Analyse, dass die einzige Möglichkeit, Selenskis Forderungen nach der Rückeroberung des gesamten ehemals ukrainischen Gebiets inklusive Krim nur mit einem NATO-Kontingent von mindestens 450.000 Soldaten und bester Ausrüstung möglich sei. Dass das dann natürlich definitiv den Beginn des Dritten Weltkriegs bedeuten würde, brauche ich euch nicht zu erzählen. Denn dann würden auch die Chinesen ihre bisherige Neutralität aufgeben und auf der Seite Russlands eingreifen. Und dann müssten auch die USA sich bald mit Krieg im eigenen Land konfrontiert sehen. Denn die Russen können ohne weiteres Alaska über die Beringstraße erreichen und die Chinesen das US-amerikanische Kernland über den Pazifik. Dann käme der Krieg sozusagen heim in sein Mutterland. Aber für die Welt könnte das das Ende bedeuten. Und genau deshalb wird es auch dazu nicht kommen. Die Imperialisten sind schon blöd und gefährlich, aber so sehr dann auch nun wieder nicht. Deswegen noch einmal die Frage, was gibt es zu einem Diktatfrieden von Russland, von Russlands Gnaden überhaupt noch für eine Alternative? Wenn eine autonome Ukraine Bestand haben soll, wird man eine solch bittere Pille schlucken müssen. Selbst schuld. Russland trägt zwar die Schuld am Einmarsch in die Ukraine, an der jetzigen Situation sind jedoch allein die Westmächte und der korrupte Präsident der Ukraine schuld. Ein Frieden fast zum Nulltarif, die Donbass-Republiken mit Autonomiestatus, die Krim als Teil der Russischen Föderation, Schutz der russischen Kultur und Sprache, militärische Neutralität und eine Überwachung der Region durch die UN, hätte bereits im März 2022 erreicht werden können. Die Konfliktparteien hatten sich geeinigt. 250.000 Menschen wären jetzt noch am Leben. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett berichtete davon. Aber nein, ein Boris Johnson musste für die Westmächte intervenieren, mit dem Ergebnis, dass die Ukraine jetzt dasteht, wo sie steht. Und noch einmal, selbst schuld. Mir tun nur die unschuldigen Bürgerinnen und Bürger leid, die 2019 Selenskyj bewusst wählten, weil sie sich von ihm einen Entspannungskurs gegenüber Moskau wünschten, wie die Zeitung Die Welt im Juli 2019 berichtete. Auch Mainstream, aber wie gesagt, manchmal sollte man da reingucken. Die Welt stellte es seinerzeit natürlich als gefährlich dar, wenn Selenskyj diesen Kurs einschlüge. Er tat es nicht und seine Umfragewerte gingen in den Keller.
Das kann man wieder bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachlesen. Ein Kritikpunkt dieses Propagandisten Restle war ebenfalls, dass im Manifest die Forderung fehle, dass Russland sich aus dem gesamten ehemals ukrainischen Gebiet zurückziehen müsse. Es wäre total dumm und im Übrigen auch bevormundend, sowas zu fordern. Die beiden Konfliktparteien sollten schon für sich selbst entscheiden dürfen, was sie miteinander aushandeln. Wie gesagt, die Verhandlungsbasis für die Ukraine ist in diesem Jahr um einiges schlechter als im letzten Jahr. Aber Schuld daran trägt allein die ukrainische Regierung bzw. die Westmächte. Es gibt also im Wesentlichen nur drei Optionen. Erstens, die Waffenlieferungen gehen in dem Maße weiter, woraufhin die russischen Truppen die komplette Ukraine besetzen und das Gebiet letztlich an die Russische Föderation angeschlossen wird. Zweitens, die NATO schickt Truppen, woraufhin auf der anderen Seite der Bündnisfall eintritt und wir direkt in den Dritten Weltkrieg steuern. Oder drittens, in Europa setzen sich Regierungen durch, die den gegenwärtigen Kurs nicht mehr mittragen, oder Regierungen werden von ihren Bevölkerungen zum Umschwenken genötigt. Dann kommt es zum Diktatfrieden mit Russland. Die vier Oblasten werden dann endgültig Teil der Russischen Föderation. Die übrige Ukraine bleibt autonom, wird dann aber neutral bleiben müssen und die UN kontrollieren die Einhaltung des Friedensvertrages. Ich persönlich halte nur das erste oder das letzte Szenario für realistisch. Ich denke nicht, dass es tatsächlich zum Dritten Weltkrieg kommt. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht irre.